Ja, hallo Leute, ich will euch heute eine meiner Lieblingsausrüstungsgegenstände vorstellen. Und zwar geht es heute um die NVA-Plane. Für die Leute, die nicht wissen, von wo der Begriff herstammt, ist die Nationale Volksarmee-Plane. Ja, zu der Plane, die wiegt 1,7 Kilo, 1,80 auf 1,75, hat einen Einstrich-Keinstrich oder auch Strichtarn genannt. Und ich zeige euch zwei Varianten, wie ich die persönlich nutze. Und ja, die Plane besteht aus 100% Baumwolle und ja, also sie ist wirklich recht wasserdicht. Ich imprägniere sie immer und es ist immer mein treuer Begleiter für jede Tour. Ja, die erste Variante für die Plane ist einmal rechts und links ein Seil spannen, ein Paracord, und dann kann man die als Tarp nutzen. Dann wird sie einfach unten mit Heringen am Boden gespannt. Die zweite Variante, die ich persönlich nutze, ist als Bodenschutz. Und zwar, ich stelle erst meine Elefantenhaut, dann kommt die NVA-Plane und dann kommt die Bundeswehr-Isomatte und daraufhin mein Schlafsack. Und man kann mit der NVA-Plane auch ein Poncho, oder man kann sie auch als Poncho nutzen. Aber da will ich gar nicht viel drauf eingehen. Es gibt viel zu viele Videos und wenn ich ehrlich bin, niemand nutzt einen Poncho, der 1,7 Kilo wiegt. Da gibt es mittlerweile viel, viel leichtere und viel bequemere. Ja, die Plane, die hat links und rechts herum einmal Aluknöpfe. Und zwar ist die Plane erweitbar. Man kann sie zusammenknöpfen mit noch einer NVA-Plane. Und da gibt es auch kein Limit. Ja, also jede Plane hat wirklich diese Alu-Knöpfe, mit denen man die weiter verbinden kann. Und ja, also ich bin recht zufrieden mit der Plane. Ich nutze sie auch auf jeder Tour mittlerweile seit 1,5 Jahren. Und ja, also ist wirklich stabil, ist reißfest und strapazierfähig. Ja, mehr gibt es zu der Plane eigentlich gar nicht zu sagen. Ich empfehle es wirklich, es ist keine Werbung. Ich kann sie wirklich nur empfehlen von meiner Seite aus. Und ich denke, viele haben sie auch schon gehabt. Das ist so die typische Anfängerausrüstung. Und ja, die 1,7 Kilo, die sind es mir eigentlich wert mitzutragen.